Sendung wird Ihnen präsentiert von Ihrer Allianz, Partner und Versicherer von Allianz MTV Stuttgart. Am Samstag steht für die Frauen von Allianz MTV Stuttgart das letzte Heimspiel der regulären Saison auf dem Programm. Und ganz nach dem Motto, das Beste zum Schluss, ist dann niemand Geringeres als das Star-Ensemble des Schweriner SC zu Gast im Tollhaus Scharena. Doch bereits vor wenigen Wochen beim Auswärtssieg in Dresden hat Stuttgart gezeigt, dass es durchaus in der Lage ist, gegen die ganz Großen der Liga zu gewinnen. Vor allem dann, wenn die Unterstützung der Fans so großartig ist, wie zuletzt beim Sieg gegen Köpenick. Und da jetzt in der entscheidenden Phase des Jahres auch Teamgeist und die nötige Lockerheit eine große Rolle spielen, tut etwas Abwechslung vom harten Trainingsalltag besonders gut. Der Besuch beim Basketballspektakel der MHP-Riesen Ludwigsburg gegen Alba Berlin hat Spielerinnen und Trainern jedenfalls sichtlich Spaß gemacht. Ja, super. Also ich persönlich war hier noch nie beim Basketball in Deutschland. Es ist eine geile Atmosphäre. Die Leute haben mitgefiebert, hat mich so ein bisschen an die Scharena erinnert. Wenn die Leute hier voll mitgegangen sind, war echt richtig cool, hat Spaß gemacht. Bereits im November waren die MHP-Riesen ihrerseits zu Gast in der Scharena. Und auch für sie ist die gegenseitige Unterstützung der Clubs eine wichtige Sache. Ja, die Atmosphäre hier ist großartig. Es hat wirklich Spaß gemacht, das Team zu unterstützen. Sie haben ein großes Spiel gezeigt, es war ein toller Abend. Der sensationelle 89-77 Sieg der Ludwigsburger gegen das Spitzenteam aus Berlin könnte den Volleyballerinnen auch als Inspiration und Motivation für die kommenden schweren Aufgaben dienen. Ja, man hat gesehen, sie haben gefightet bis zum Schluss und dafür wurden sie belohnt. Und so gehört sich's. Nach dem Heimspiel gegen Schwerin steht dann noch das Spiel beim tabellenletzten Hamburg auf dem Programm, bevor es dann in die Pre-Playoffs geht. Dort spielen dann vier Teams um die letzten beiden verbleibenden Plätze für die Meisterrunde. Das Stuttgarter Team sieht diesen Umweg aber durchaus positiv. Ja, wir müssen es positiv sehen, dadurch, dass wir die Pre-Playoffs spielen, kommen wir nicht aus dem Spielrhythmus raus und das muss man einfach mitnehmen. Allianz MTV Stuttgart geht also optimistisch in das heiße Saisonfinale. Denn die Saison hat gezeigt, dass in diesem Jahr in der Liga wirklich alles möglich ist. Volleyballfans in Stuttgart können sich also noch auf das ein oder andere Highlight im Saisonendspurt freuen. Ganz nach dem Motto, das Beste zum Schluss. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Ihrer Allianz, Partner und Versicherer von Allianz MTV Stuttgart.